Road to Level 45, es geht weiter mit meinem Drachenkrieger. Kriegertrend, Stufe 38 steht hier, das werde ich zu ändern wissen. Denn, wie gesagt, habe ich bis kurz vor dem Level-Up mal wieder ohne Video gefarmt. Und werde mir selbiges jetzt holen. Zuerst mal, ach genau, ich habe ja, das habe ich in der letzten Aufnahme gar nicht erwähnt, weil da Rise of Balor das Thema war. Ich habe was Nettes. Ja, die hauen ja jetzt echt jeden Tag. Was denn hier? Ist das um 50%? Nö. So, egal. Moment. Ich muss mal hier weiterschauen. Denn mein Buff läuft noch. Was kann ich hier annehmen? Irgendwas schnell. Ja, oh, hier 300 Würdige. Ich weiß zwar nicht, warum ich zwei Belohnungen habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir schon den Phönix mit dem Mage abgeholt, den blauen für Prämie. So. Und bei Bestätigung. Ach so. Ach, die 100 an dem Mann vom. Ah, okay. Verdammt. Die hätte ich mir vielleicht gestern schon abholen sollen. Die bekommt man so. Da muss ich auf den anderen Chars auch mal schauen. Und hier ist der blaue Phönix. Das ist er nun, der Kollege. Der nichts kann. Aber aussehen tut er echt nett. Das muss man ihm schon lassen. So, ich nehme aber jetzt wieder den Drachling. Nicht, dass ich dann noch vergesse oder so. Und was mache ich? Das ist die Sache. Ich will mal das Level up. Deshalb schnell zu Gorga. Dort geht es nämlich am schnellsten. Aber keine Sorge, ich werde nicht das ganze Video lang bei der Guten verbringen. Ich muss noch kurz was nachsehen. Genau. Und das passt. So, auf geht's, auf sie mit Gebrüll. Also, Rise of Balor. Der Name ist da. Das Add-on, die Levelerweiterung wurde angekündigt. Und es ist jetzt echt schon real. Sag, bist du real? Ja, es ist real. Sie wird demnächst kommen. Lange dauert's nicht mehr. Und da ist die Frage, wie bereitet man sich als, sagen wir mal, 45er darauf vor? Habe ich mir auch überlegt und ich bin froh, dass ich die Würfel nicht aufgemacht habe, denn ich bin in letzter Zeit nicht so viel dazu gekommen, irgendwie Mortis, Destrukt und so zu farmen. Auch dann kam der Testserver immer und hier noch was und da noch was. Ich habe jetzt so in etwa 200 Würfel. Das ist wenig. Ich werde auf jeden Fall, was ich jetzt noch machen werde vor der Erweiterung, die ja schon bald kommen wird. Ach man. So, ich werde definitiv noch ein bisschen Mords und Destruktor machen für die Würfel oder allgemein Zwischenwelt noch so ein paar Quests, die ich offen habe, irgendwelche, dass ich dann, wenn die Erweiterung kommt, dass ich da auf jeden Fall ein, ja, ein leeres Questlog habe, denn 150 neue Quests soll es mit Rise of Balor, der Lore-Tag-Erweiterung, geben. 150 ist schon eine Hausnummer. Und da dachte ich mir so, wäre es eventuell ganz praktisch, wenn man. Oh, verdammt! Ich habe nicht mal genug Energie für den Rundumsprung. Und mit Rundumsprung meine ich Rundumschlag und mit Energie meine ich Wut. So, dass ich auch mal wieder im Drachenkrieger-Jargon rede. Da ist es das Level Up. Jawohl! Level 39. Moment mal. Mit 39 gab es irgendein Item. Yes, die Schuhe! Die Schuhe sind so toll. Mal schauen. 11,6. Also um 1,6% mehr Runspeed. Das ist jetzt, ja, hält sich in Grenzen. Zwei Sockel. Leben geht drauf. Und Widerstände. Megamäßig. Jawohl. Das nenne ich doch mal eine Verbesserung. Mit diesen Schuhen kann ich definitiv leben für den Einstieg. Die sind sehr nett. Also, Questlog möchte ich so in etwa fast zur Gänze bereinigen. Eine Quest, die werde ich nicht löschen. Und zwar die mit 999 Mal Sargon. Ich werde sie nie fertig bekommen. Wenn ich sie fertig bekomme, dann ist das Amulett nichts mehr wert. Das ist heutzutage schon nichts mehr wert. Aber egal. Die möchte ich nicht unbedingt löschen. Ach, jetzt ist Gorga in Gelb geschrieben, die Stufe. Nubi noob noob. Schwach, sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Genau, das wird mal die eine. Nein, vergiss es! Vergiss es! Yes!
Das wird mal die eine Sache sein, dass ich da noch die nächsten Tage mit dem Mage einen Zahn zulegen werde. So, ansonsten habe ich überlegt, von den Ausrüstungen her, es gibt im Prinzip nichts mehr, wo ich sage, das muss ich jetzt noch unbedingt vorher haben. Ich habe die Mondsets alle mit relativ guten Werten. Roshan würde ich sowieso nicht mehr tragen und das kann ja im Nachhinein auch noch droppen. Und ansonsten ist mir nichts eingefallen. 10.000 Draken sind am Start für was auch immer da vielleicht mal kommen mag. Und genau, vielleicht noch ein paar Edelsteine farmen, dass ich mich in dieser Hinsicht noch ein wenig verbessere. Was man ansonsten machen kann, ist auf jeden Fall für schnelles, angenehmes Leveln ein paar blaue Essenzen zusammenfarmen. Und mit ein paar meine ich, ja, durchaus so, weiß nicht, 30.000, 40.000, dass man sich jetzt mal die Zeit nimmt, die zu farmen. Und dann, sobald die Levelerweiterung kommt, kann man ganz easy mit Blau durchrocken und hat es dann einfacher. Man weiß ja nicht, wie der Schwierigkeitsgrad so sein wird. Ich konnte das nie aus den Streams so rauslesen, unter Anführungszeichen muss ich sagen. Mal kurz warten, Kriegsbann und so, das geht sich ansonsten nie aus. Konnte ich hier nicht so ganz rauslesen, wie stark die Gegner sind, weil da häufig mit Rot gespielt wurde und so. Also, ich habe es selbst noch nie gezockt. Kann also nicht sagen, ob die Gegner schwer, stark oder wie auch immer sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Mobs, das habe ich schon fünfmal gesagt, aber die Mobs in dem Lore-Attack-Event ziemlich fette defensive Werte haben. Und von daher sind vielleicht blaue Essenzen gar nicht so schlecht. Und ich meine, ich habe neulich wieder Q6M2 ein bisschen gefarmt und war mit den blauen Essenzen im Plus. Und das, obwohl ich relativ verschwenderisch bin als Zweihandmagier mit Essenzen mit den Blitzen. Und ja, da, wenn die Crits nicht stimmen, schafft man es nicht. Das ist nervig. Das ist echt nervig. So knapp geht sich das dann nicht aus. So, aber da sieht man eben, was die Crits ausmachen. Weil die nicht nur den doppelten Schaden, sondern um 116% mehr Schaden anrichten. Genau, worauf ich hinaus möchte. Essenzen ein paar zusammenfarmen, dass man dann ja, schneller leveln kann. Und es sollte jetzt noch vorher eine Aktion kommen, die hauen jetzt irgendwie jeden Tag was raus, mit den Schriftrollen. Wer zu viel an der Manns auf der hohen Kante hat, würde ich, also ich hole mir auf jeden Fall wieder welche. Ein paar Früchte der Erkenntnis habe ich auch noch. Und da werde ich mir definitiv Schriftrollen noch holen, sollten die nicht ausreichen. Genau, das kann man auch machen, wenn man zu viel an der Mand hat. Und wer jetzt noch nicht am Maximallevel ist, aber kurz davor steht, Leute, haut rein. Es ist nicht mehr lange und es ist zu schaffen. Es wurde jetzt einfacher gemacht, das Hochleveln. Komm. Ich verstehe es nicht, warum ich das gerade nicht schaffe immer. Ohne, dass er die Schlangen hier beschwört. Und mit er meine ich sie, denn Gorga ist ja eine sie. Sorry dafür. War nicht böse gemeint. Genau, und ich meine, ich weiß, ich werde es nie schaffen. Dafür zocke ich einfach zu viele Games. Aber so 500 bis 700 Würfel wären schon ganz nett. Andere machen das in einer Woche oder noch schneller. Mit Mortis und Q6 Map 2. Aber so noch ein paar hundert Würfel dazu für meinen Mage. Das fände ich ganz nett. Weil das ist dann was, das hat man direkt. Die Levelerweiterung startet oder man ist dann Level 50, sagen wir mal. Und ich kann direkt die Würfel aufmachen und eventuell dann das eine oder andere Legi abstauben, um dann nicht ganz so schwach zu sein. Ja, das wäre eventuell noch der Plan. So. Und ansonsten weiß man ja noch nicht sehr viel. Ein paar Screens wurden veröffentlicht. Aber 150 Quests. Dieser Balor habe ich von Snacky gelesen. Also es hieß ja, dass das ein Drache sein soll. Und er hat dann geschrieben, das ist mir dann auch eingefallen, in Donnergrund, in der Andrakash-Zone,
Da gibt's, wer das nicht, noch nicht gesehen hat, einfach mal hinlaufen in der Mitte. Oder ich kann dann mit dem Mage einfach noch hinlaufen am Ende des Videos. Da gibt's in der Mitte so eine Fläche und da irrt so ein Schatten herum. Wieso warte ich eigentlich nicht auf den Skill? Wenn ich jetzt drin bin, dann ist schon die Phase gekommen, wo er für das Erdbeben wartet. Der Timer startet da schon. So, und da fliegt so ein Drache rum. Man sieht den Drachen nicht, sondern lediglich den Schatten. Und jetzt in der Ankündigung hieß es, dass das ein Drache sein soll, gegen den man da kämpfen kann. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wie lange ist jetzt schon die andere Cache-Erweiterung her? Sehr lange. Haben die echt diese Story und so weiter so weit geplant, dass die schon wussten, die nächste Erweiterung wird dann das sein? Und da bauen wir hier den Drachen als Gimmick ein. Und so, denn rein theoretisch hieß es ja, dass sie noch Feedback nehmen für das Thema und so der neuen Erweiterung. Und wenn die schon im Vorhinein wussten, dass alles so wie die Erweiterung ist... Ach, okay. Ich verstehe. Dann mache ich noch einen Run und dann war es sowieso zu Ende erstmal. Ja, wenn die das im Vorhinein schon wussten. Ich meine, die Story, ich habe Drakensang, das schwarze Auge und so nie gezockt. Gab es da auch einen Balor und so? Und es gibt ja den Server Verian. Verians Zuflucht, das hat ja auch alles was damit zu tun. Und so, und die könnten dann vielleicht irgendwann... Die können ja alles einbauen. Alle NPCs und so, die es gibt in kommenden Erweiterungen. Es gibt ja eine Story in der Welt von Drakania, die noch unentdeckt ist. Aber das fände ich interessant. Also der Drachenboss Balor, darauf freue ich mich, wenn es denn das wird. Ich muss aber sagen, die Aussage stimmt nicht ganz. Da wurde berichtet von, zum ersten Mal werden Spieler in Drakania gegen einen mächtigen Drachen kämpfen können. Das stimmt nicht, es gibt ja Drachen. Und zwar früher im Seelenkerker und heutzutage dann... So, wo kann ich hier noch was reinsetzen? Heutzutage in den brennenden Küsten und so, das sind ja die Drachengegner. Aber unter Drache verstehe ich dann eher... Also ich fände es echt genial, wenn das so ein Monster wäre. So richtig gigantisch am Screen, wo man erstmal drumherum laufen muss und so. Das wäre schon was Feines. So, blau, das sehe ich mir alles gar nicht an. Das schmelze ich. Was ist denn das hier? Ach so, oh, ich habe was Weißes gelootet. Obwohl, die Zweihandwaffe, die könnte sogar ganz nett sein. Aber meine, die ist schon ziemlich fein. Bis auf die Tatsache, dass sie leider nur einen Sockel hat. Und ich deshalb hier die drei Steine rumliegen habe. Dann, ach, da sind Glyphen drin. Warum habe ich das aufgewertet? 600 Glyphen. Ernsthaft? War ich da betrunken? Warum habe ich das aufgewertet? Gesundheit, kann mir das jemand erklären? Keine Ahnung, das weiß niemand. Nicht nachfragen. So, der Helm ist auch ganz nett, den werde ich irgendwann tragen. Und zwar in einem Level-Up. Dann der müllt mir einen Inventarplatz zu, aber was soll's. Und ein bisschen schaue ich noch irgendwo hin. Level 39, also es geht echt flott. Ich denke... So 45 kann ich noch erreichen vor der Levelerweiterung, wenn ich es denn möchte. Also, je nachdem, wenn ich eher Würfel farme oder eher das mache. So. Ich würde gerne schon hier rein, aber da habe ich die verdammte Quest noch nicht gemacht. Nebelgrat. Nebel hast du nicht gesehen. Dann schaue ich nochmal Abgrund der Zeit hier hinein. So, Medusa habe ich noch nicht gemacht, oder? Mal schauen, schaffe ich die? Ich gehe einfach rein. Und werde dort weitermachen. Ansonsten, was könnte man sich eventuell jetzt... Ach, hier kann ich ja auch noch nicht. Oh Mann. Diese Quests, ich mag Gorga einfach zu sehr. Das wird einfach nie langweilig, ich kann es nicht beschreiben. Gorga wird nie langweilig. So. Für mich zumindest. Obwohl ich schon so häufig drin war. Was kann man sich sonst noch so erfarmen? Ich weiß es echt nicht. Allzu viel kann man nicht vorbereiten. Was ich gut finde, ist, dass... Oh, was liegt denn darum? Duria-Hammer, ist der Einhand oder Zweihand? Zweihand und der Oh, das ist meiner nur in schlecht.
Aber trotzdem, fein, freut mich. Das ist 1:1 meiner, nur in überall schlechter. Außer Waffenschaden. Stimmt. Und ein Sockel. Witzig irgendwie. Zweimal hintereinander, so eine Waffe hat man auch nicht alle Tage. Mit relativ ähnlichen Stats. Also was wollte ich noch sagen? Genau. Es einerseits ärgert es ein bisschen, denn ich kann garantieren, all diese legendären Items, die man hat, dann die Hexensets, Hexensucher, Hexenjäger, je nachdem, die kosten dann zu viele Glyphen, um die auf Level 55 hochzuwerten. Und ich glaube, es wird möglich sein, auf 55 zu leveln. Das heißt, die wird man alle umtauschen. Die Legis werden viel besser sein. Auch die Low-Level-Uniques werden, die Low-Level-Legis werden wahrscheinlich aussterben mit der Erweiterung, weil ich will gar nicht wissen, wie viel noch 5 weitere Level-Ups kosten. Und dann farmt man sich am besten gleich gute 50er-Legis. Und da wird man sich erstmal von oben bis unten echt komplett neu ausrüsten. Ausnahmen sind eventuell sowas wie das Drachenschmerz-Set. 5% Run-Speed wird es nicht so schnell auf einem Amulett geben und so. Laufschuhe wird man sich vielleicht auch nicht direkt neu holen müssen. Aber der Rest. Nur die einzige Sache, die man echt schon auch für die Levelerweiterung vorbereiten kann, das sind nach wie vor Edelsteine und Glyphen. Denn, ja, die kann ich, die, hey, was, ach so, die Glyphen kann ich auch in die neuen Items dann mitnehmen. Die Edelsteine kann ich raussockeln für die neuen Items. Das sind eben die Dinge, die man jetzt auch schon vorfarmen kann, die man aber auch schon jahrelang vorher vorfarmen konnte, sozusagen. Jo. Und eventuell noch, es müsste ja bald, glaube ich, Vollmond kommen, dass sich da jeder noch das Set holt, weil, wie schon mal erwähnt, bald wird es diese alten Sets nicht mehr geben. Glaube ich zumindest, sondern neue. Aber, was ich mir vorstellen könnte, wie man DSO kennt, dass sie eventuell die alten Sets dann für Drachen beim Gnob anbieten. Übrigens, der Gnob kommt anscheinend erst nach der Levelerweiterung. Obwohl irgendwann mal gesagt wurde, dass er vorher schon noch kommen soll, aber keine Ahnung. Da wurde ja nach Feedback im Forum gefragt, was soll er anbieten und so. Aber das wurde anscheinend verschoben. Mir soll es egal sein, mir persönlich. Ich brauche von dem Kollegen nichts, aber so, manche Spieler haben, glaube ich, doch darauf gewartet, dass er kommt, dass sie sich irgendwie Drachenschmerz oder was auch immer holen können. Naja, aber er wird kommen. Irgendwann wird er schon noch kommen. Wie viele Würfel habe ich mit dem hier aktuell? 25, die werde ich dann wahrscheinlich auch nicht direkt auf 45, obwohl muss ich schauen, ob ich die auf 45 öffne oder dann auf 50. Ob ich den überhaupt, nein, keine Ahnung, vielleicht auf 45. Erstmal, dann steht wieder bei der Levelerweiterung der Magier komplett im Fokus. Das ist der Plan, dass der voll und ganz durchgesuchtet wird. Der Zwerg kann folgen, den Waldi werde ich definitiv lassen. Das habe ich neulich beim PvP-Video wieder gemerkt. Auch wenn da krasse, ach, diese, alle nach der Reihe. Auch wenn da manchmal krasse PvP-Chars dabei sind, es macht trotzdem mit dem Waldi irgendwie Spaß. Der Bogen ist so genial, der Attack-Speed und so. Den möchte ich ungern hochleveln, deshalb wollte ich während dem XP-Event gar nicht so viel zocken mit dem, weil man da noch schneller im PvP dann levelt. Der soll nur durch PvP leveln. Ansonsten nichts. Vielleicht mal noch ein Event, aber der Waldi, der macht mir zu viel Spaß irgendwie auf dem Levelbereich. Irgendwann erreicht er Level 30, dann erhält er seinen, wie heißt der? Moment, ich verwechsel das immer. Konzentration heißt der Pool und Adrenalin heißt der Skill. Ich habe nämlich früher immer Adrenalin zu Konzentration gesagt und umgekehrt. Und das ist natürlich nicht so ganz, oh, Abklingzeit, nicht so ganz korrekt. So, wenn ihr mal aufhören würdet, was hat das denn für eine Cooldown? Ist ja halt ja verrückt. Hier das beste Item ever, habe ich gelootet. Wuttrank, manche zerstören das direkt. Braucht man echt nicht. Gesplitterter Diamant. Den möchte ich natürlich haben. Ja, aber schon langsam ist dann dieses Video auch am Ende. Ach, stimmt ja, dieses Event kann man noch machen. Aber da kann ich auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Items, ich will es nicht irgendwie, keine Ahnung, hier sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher,
dass es da relativ schnell viel bessere Items geben wird, denn die sind ja Level 46 und wir leveln dann bis 50. Von daher, also kann man sich holen für den Einstieg. Ich denke aber schon, dass da, ich hoffe zumindest, dass bessere Items kommen für Level 50 von den Bossen, von Barlow oder wem auch immer, weil wäre traurig, wenn ich hier mit Level 39 schon 46 Items farmen kann, die dann die besten sind. Also das denke ich nicht. Aber genau. So, Level 39 und es geht noch bergauf. Ich pfeife mir dann nochmal eine Schriftrolle rein außerhalb des Videos und mache bis hierher. Starte dann die nächste Folge irgendwann. Also bei Gorga levele ich dann. Genau. So, dann hole ich nochmal den blauen Sturmphönix raus. Wenn der wenigstens was hätte, was nicht Pay to Win ist, so sagen wir mal Run Speed in Stadtgebieten, so wie die Fee, nur mit 35% oder so. Das macht ja jetzt kein Balancing kaputt. Aber ich weiß, ich verstehe es nicht, der ist einfach so unnötig. Naja. So. Gut. Dann wieder den Drachling ausgerüstet. Das Video ist am Ende, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spieletrend. Oh.